Hate Speech, Shitstorms, Cybermobbing, das ist oft nicht der Angriff das eigentliche Problem, sondern das Schweigen der anderen. Das habe ich selbst so erlebt und das erzählen uns unsere Teilnehmenden. Wir wollen die Angegriffenen schützen und stärken, die Zuschauenden mobilisieren und den Angreifenden gewaltfrei Grenzen setzen. Als Trainerin ist mir besonders wichtig, dass die Rahmenbedingungen realistisch sind und die Rollenspiele funktionieren. Und das klappt. Das Rollenspiel beginnt, die ersten Kommentare brauchen noch ein paar Sekunden und dann sind alle drin. Die Hater haten und alle sind echt schockiert und auch empört. Alle Emotionen sind da und echt. Der Lovestorm-Trainingsraum schafft einen sicheren Raum, um auch heikle Themen ansprechen zu können. Das beginnt bei der obligatorischen Kennenlernrunde und kleinen Details wie der Thematisierung von Regeln. Vor allem aber erhalten die Teilnehmenden klare Rollennamen und Profilbilder. Selbst wenn sie im Seminarraum direkt nebeneinander sitzen, wissen sie dadurch nicht, wer die Hasskommentare verfasst. Bei unserer Trainingsarbeit liegt mir der Datenschutz sehr am Herzen. Bei unseren Präsenzworkshops müssen wir auch gar keine Registrierung von den Teilnehmern haben. Und ab 2021 machen wir dann unsere Online-Trainings tatsächlich auch ganz ohne Login. Outtake. Hate Speech, Shitstorms, Cyberstorm,